Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Exzellenten, hier zu Conan Exiles in der Season 3. Ja, weiter geht's in unserem Abenteuer. Und ich habe extra noch mal ein bisschen abgewartet, bevor ich die neue Aufnahmesession hier gestartet habe. Denn, ja, wir wollten natürlich als erstes mal gucken, was bei unserer Tierzucht so rausgekommen ist, ne? Da habe ich jetzt, wie gesagt, extra noch ein bisschen abgewartet. Und wir gucken mal, aber es scheint ein normaler geworden zu sein. Normaler Panther. Jetzt nicht atemberaubend, ne? Aber ist ein Anfang. Werde ich bei Gelegenheit mal noch gucken, dass wir noch ein paar weitere irgendwo auftreiben. In der Hoffnung, dass wir vielleicht einen coolen weißen Panther rauskriegen. Bei den Pferden können wir auch mal gucken. Da haben wir auch ein normales Pferd anscheinend rausbekommen. Ne? So, das Pferdchen könnte man theoretisch gleich schon mal aufstellen. Und dann würde ich sagen, wir schmeißen mal das normale Fohlen rein und gucken mal, was dabei rauskommt. Nichtsdestotrotz können wir halt das Pferd zumindest schon mal aufstellen. Müssen wir bloß mal gucken, wir brauchen natürlich dann noch Zaumzeug, ne? Ohne das wird uns das natürlich nicht wirklich viel bringen. Ja. Muss das mal ein bisschen im Auge behalten. Denn einige Dinge sind offenbar immer mal so nach und nach ein bisschen despawned irgendwie. Wenn ich mich wieder eingeloggt hatte und die nächste Aufnahmesession aufgenommen hatte, ne? Nicht zuletzt halt auch unser Crew Aid, unser Flieger, den wir hier in der Nähe vom Lager der Schwarzen Hand uns mal geholt hatten. Der war halt leider auch despawned, als ich mal wieder eingeloggt bin. So, können wir mal gucken, was das Pferd so für Werte hat. Vitalität. Naja. Stärke und Vitalität. Ironischerweise, weil es halt eigentlich ein flinkes Pferd war, ne? Flinke Pferde sollten halt eigentlich eher sein, die ja Augenmerk hier so ein bisschen auf Beweglichkeit haben. Sprich Geschwindigkeit. Aber da müssen wir zur Not mal gucken. Müssen eh mal gucken, inwiefern wir das Pferd überhaupt großartig nutzen, denn größtenteils dadurch, dass wir sehr, sehr viel Material immer unterwegs einsammeln, ist natürlich immer so ein bisschen der springende Punkt. Macht das dann so viel Sinn, die ganze Zeit auf und ab zu steigen vom Pferd, sobald wir wieder an irgendeinen Ressourcenpunkt gekommen sind, hm? So, was ich als erstes gerne mal machen wollen würde, wäre unseren Dom hier aufzubauen, ne? Richtig geformtes Holz, Eisenverstärkung und Ziegel. Hat sich jetzt mittlerweile noch ein bisschen was durchlaufen lassen, das sollte eigentlich auch fertig sein. Mal gucken, ob wir da an allem genügend hatten. So, geformtes Holz haben wir mehr als genügend. Da können wir schon mal einen Haken dran machen, ne? Check. Geformtes Holz haben wir. Eisenverstärkung sind auch durch. Zumindest die, die ich eingestellt hatte. Dürfte auch reichen. So, dann brauchen wir noch Ziegel. Und Ziegel haben wir auch genügend. So, na gut. Ich glaube, war mittlerweile auch alles durchgelaufen. Passt also. So, können wir zumindest den Dom schon mal aufwerten, und den ersten Schritt schon mal erledigt. Wir müssen mal gucken. Ich hatte ja gesagt, die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen baulastiger. Sprich, wir wollen unser Gebäude bzw. die Stadtmauer natürlich erstmal so ein bisschen in weißer Optik ein bisschen umbauen. Das werden wir, wie gesagt, aber im Kreativmodus machen, weil wir da locker das genügend 30.000 Steine alleine oder 30.000 Ziegel für bräuchten. Ne? Die Steine, Ziegel, ganz wichtig. Daher, wenn wir das mal im Kreativmodus machen, das würde halt einfach komplett den Rahmen sonst sprengen. So, das können wir erstmal durchlaufen lassen. Und da müssen wir nämlich mal gucken, denn ich hatte mal vorher schon mal so ein bisschen looky-looky gemacht, wie die Bauteile da aussehen. Und die haben ein extra Stadttor. Bedeutet, das wird nicht mehr ganz so passen, wie wir es hier gebaut haben. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das Stadttor wieder reinkriegen. Das ist nämlich, wie gesagt, nochmal ein extra Bauteil. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Allerschlimmstenfalls müssen wir vielleicht ein bisschen tricksen und müssen halt mit eigenen Bauteilen im Prinzip hier so ein Torhaus bauen. Müssen wir gleich mal gucken. So, ich würde natürlich eigentlich ganz gerne noch kurz abwarten, bis der Tempel hier fertig wird. Damit wir da entsprechend ja, die restlichen Baustoffe gleich wieder zurückpacken können. Dürfte gleich fertig sein. Dürfte gleich fertig sein. Wollen wir bei Gelegenheit dann schon mal gucken.
Im Moment haben wir bloß einen Tier 2er drin. Tier 2er Priester. Da würde ich dann bei Gelegenheit dann halt auch ganz gerne mal gucken bei der Pagode der ungezügelten Lust, ob wir da vielleicht mal einen Arc-Priest oder halt vielleicht sogar einen namhaften Priester für der Keto kriegen. Ne? So, sehr schön. Und damit ist die nächste Stufe schon mal fertig. So, dann müssen wir theoretisch dann als nächstes mal gucken. Haben wir noch Punkte? Ich bin mir gar nicht sicher. 14 Punkte haben wir noch, ne? Wird mal jetzt gucken, wir sind Level 29. Wird man mal gucken, ob wir bei Überleben noch irgendwas freischalten können. Ah, die interessanten Sachen kommen jetzt erst mit Level 30, ne? Also im nächsten Level quasi. Imker würde ich halt gerne auch mal drauf hinarbeiten. Damit wir dann auch unseren eigenen Honig herstellen können. Herd wird halt auch nochmal... Oh, Herd könnten wir schon. Mach mal wenigstens den Herd schon mal. Ja. Wo man nämlich schon mal ein bisschen hochwertigere Lebensmittel herstellen, ne? Als das Zeug, was wir jetzt aktuell bloß im Lagerfeuer machen können. So, Brunnen haben wir auch. Religion können wir mal gucken. Da müssten wir erst Level 50 werden. Naja gut, das dauert noch eine Weile, ne? Wir könnten zwar hier die Klamotten schon craften. Und einen Schrein. Aber theoretisch gesehen, eigentlich bräuchten wir es nicht, ne? Was wir vielleicht nochmal gucken könnten, wären vielleicht nochmal Rüstungen. Ob wir da schon irgendwas haben, was wir vielleicht brauchen könnten. Aber auch da... mal erst weiterkommen, ne? Reicht halt auch noch nicht. Rüstungsmacher, Meister. Na ja, gut, nächstes Level, ne? Level 30 wird so ein bisschen der Keypunkt. Hier könnte man mal gucken, wegen Satteln, ne? Immer den Punkt wenigstens noch mit. Dann können wir zumindest die Sattelmacher-Werkbank stellen. Wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, ob wir die Pferde größtenteils überhaupt benutzen. Aber dann könnte man zumindest dann... wenn wir doch mal immer irgendwie in die Brille kommen, könnte man sie dann zur Not mal nutzen. So, Sattelbank eines Sattlers. Sollte ganz gut passen, ne? Holz haben wir noch. Müssen mal gucken, ob wir noch genügend Dingsblums haben. Ob wir noch genügend Fäden haben. Leder dürfte nicht das Problem sein, aber... naja, reicht gerade so, ne? Reicht gerade so, wie wir sehen. So, Gefährten. Werkbank eines Sattlers. Mal gucken. Können wir ja theoretisch hier vorne mit hinstellen. Oh, naja, wobei hier haben wir keinen Platz drin, sehe ich gerade. Hat sich die Frage schon erledigt, ne? Stellen wir es erstmal direkt zum Eingang. Wir werden bei Gelegenheit dann eh nochmal ein neues Gebäude bauen, wo dann unsere ganzen, unsere ganzen Rüstungsmacher und so weiter reinkommen. So, aber für den Moment passt das erstmal. So, können wir die Ressourcen erstmal zurückpacken. So, Leder können wir auch wieder reinpacken. Und die Baustoffe bringen wir mal zurück ins Lager. Hier können wir mal gucken. Haben wir hier so tyrannischer Nomadensattel. Vielleicht mal Stahlverstärkungen. Haki. Vani. Vielleicht mal sogar gehärtetes Leder. Badensattel. Vielleicht mal gehärtetes Leder für. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, ob wir hier irgendwo schon ein Rezept dafür haben. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das müssen wir erst nochmal separat herstellen. Und das Rezept noch gar nicht für. Wäre jetzt eine Alternative, wenn wir jetzt einen Vierer Ledermacher oder Rüstungsmacher hätten. Und bei Gelegenheit mal gucken. Wir könnten den zwar jetzt kurz rüberpacken, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Na gut, bringen wir erstmal die Baustoffe erstmal wieder zurück. Und dann fangen wir an, den Umbau vorzubereiten. Wie gesagt, wird ein bisschen größerer Aufwand jetzt, die ganzen
Gebäude umzubauen. Hier wieder rein. Und das wieder schön seine Ordnung hat. Oh, die Eisenteile hier wieder rein. Und die Ziegel wieder hier hin zurück. So. So, da würde ich sagen, wir gehen in den Kreativmodus. Und dann gucken wir mal bei Bauteilen. Denn da müssen wir jetzt als erstes hin. Und da brauchten wir... Ganz kurz gucken. Braucht man Zement, glaube ich, oder? Man könnte natürlich auch ein bisschen überlegen, ob man vielleicht doch eine andere Optik irgendwie nimmt. Aber ich glaube, das Weiße passt, glaube ich, wirklich am besten hier. Wie gesagt, großartig von der Optik nimmt sie es jetzt nicht so viel. Wir könnten ja testweise mal ein paar nebeneinander setzen, einfach damit wir sehen, wie die einzelnen Teile untereinander aussehen. Ne? Können wir ja mal machen. Setzen wir testweise jetzt hier einfach mal ein paar Sachen hin, um zu sehen, wie hell die einzelnen Teile sind. Wäre das hier? Mal nochmal bei dem hier gucken, wo da der Unterschied ist. Okay. Einmal normale Ziegel und einmal ja, gerade Fläche quasi. Ne? So, das war jetzt Pflaster. Ne? Gucken wir mal, wie die Steinteile aussehen. Hier von der Optik jetzt nicht so dolle viel Unterschied. Ne? Sieht ein bisschen abgenutzter aus, würde ich sagen. Abgenutzter aus. So, dann gucken wir mal bei... Was haben wir noch so? Jetzt brauchen wir, denke ich, erstmal nicht. Ziegel. Ziegel sind ein bisschen zu dolle nach entsprechender verbrauchte Optik aus, würde ich sagen. Können wir auch noch mal gucken. Ah, es sieht ein bisschen zu verbraucht, glaube ich, aus. So, und das wären jetzt die hier, die ich eigentlich vorhatte zu nehmen. Müssen wir aber bloß auch noch mal gucken, was wir da am besten nehmen. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt zwar polished Fundamentteile, aber keine Mauern. Das heißt, die Mauern sehen immer so ein bisschen verbraucht aus. Das ist ein bisschen der einzige Nachteil, den wir haben. Das ist ein bisschen der einzige Nachteil. Jetzt mal rein theoretisch also mit denen hier arbeiten, ne? Die hier sein. Aber die sehen schon ein ganzes Ende weißer aus, übersehen, ne? Ja, ich denke mal, die sehen gut aus. Müssen wir bloß mal gucken. Wir setzen mal testweise ein paar Wände dran, damit er mal sieht, wie die Farbgebung aussieht. Ah, ne? Ist nicht hundertprozentig weiß, aber kommt der Sache schon ein bisschen näher, würde ich sagen. Nur die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt. Welche Bodenverkleidung nehmen wir dafür? Weil die Böden hier sehen gar nicht mal so schlecht aus, muss man gestehen. Wenn wir mal ehrlich sind. Andererseits passt das nicht mehr so hundertprozentig zu den Wänden irgendwie. Hm. Was wir theoretisch auch direkt mal machen können. Wir gucken mal, wie das Torhaus aussieht. Ne? Naja, wobei, es sollte doch gehen. Ne? Was ich hier so sehe. Wird ein bisschen tricky, das reinzubauen.
Aber sollte, glaube ich, gehen. Müssen wir dann bloß gucken, wie wir es gedreht kriegen, irgendwie, ne? Beziehungsweise, ob wir es gedreht kriegen. Das wird wahrscheinlich so eher die Frage werden. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir das richtig gedreht kriegen. Müssen wir, glaube ich, oben noch ein bisschen was abtragen zur Not. Naja, ne? So, dann haben wir erstmal ein bisschen was zu tun. Ne? Und das erstmal alles wieder hier beseitigen. So. Dann könnten wir theoretisch erstmal mit den Bodenteilen anfangen. Ne? Wollen wir ja mal gucken. Ja, ist jetzt natürlich die große Frage, was nehmen wir da, ne? Oder die hier? Oh. Sehe gerade, die können wir gar nicht einfach so überbauen, wie es aussieht, ne? Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir die einfach überbauen können. Aber das scheint nicht zu gehen. Natürlich ein bisschen die große Frage. Natürlich auch einfach so bauen. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. Und wie gesagt, die andere Fundamentteile werden sowieso ein bisschen tricky werden. Theoretisch gesehen müssen wir eh halt nur das anders bauen, was man sieht. Ne? Die Teile, die jetzt irgendwie verborgen sind, brauchen wir sowieso nicht wechseln. Macht es ein bisschen einfacher. Wechseln wir bloß die Teile aus, die man auch irgendwie sieht. Die halt optisch ein bisschen was hermachen. So, und jetzt brauchten wir, jetzt muss ich nochmal überlegen, die hier, glaube ich. Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, dass man halt nach wie vor trotzdem so ein bisschen die Abstände hier sieht, ne? Also sprich, dass die Bauteile nicht so hundertprozentig miteinander verschmelzen. Dass man nicht so wirklich den Übergang sieht. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. So, und dann müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen was abtragen, ne? Denn wie gesagt, wir müssen gucken, ob wir hier überhaupt das Tor irgendwie reinkriegen. Das wird jetzt ein bisschen die große Frage werden. Wir müssen halt irgendwie das Tor hier reinkriegen. Die Frage, die sich mir natürlich gerade stellt, ist das überhaupt so die richtige Breite, ne? Bin ich mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Das wird, glaube ich, echt tricky. Wird, glaube ich, ein bisschen tricky. Aber das Problem sind die Dinger hier unten, ne? Das könnte schon ein Problem sein. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt ausgerechnet die Außenteile sind. Ich glaube, wir müssen oben erstmal nochmal alles abbauen. Hier passt es, aber hier passt es nicht. Das wird echt kompliziert werden. Das wird echt kompliziert. Ich baue mal vorsichtshalber hier die Ecken nochmal raus. Ob es dann vielleicht besser snappt irgendwie.
ein bisschen das Gefühl, dass die Breite auch nicht so wirklich passt, ne? Wo ist das denn? Glaube ich richtig. Jetzt natürlich nicht direkt mittig, so wie es eigentlich sein sollte. Ne? Andererseits werden wir es besser wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Das wird ein leichtes Problem, glaube ich. Kompliziert hier richtig die Teile reinzukriegen. Hier oben muss erstmal weg. Hier würde es reinpassen. Ist wieder das Problem, ne? Ich glaube, die Eckteile sind das Problem hier, ne? Nicht alles ganz mittig, habe ich das Gefühl. Ne? Ich meine, hier wird es wahrscheinlich noch gehen. Aber hier müsste es eigentlich auch mehr nach außen irgendwie. Ne? Ich müsste eins weiter nach vorne hier. Es müsste eigentlich eins weiter nach vorne. So müsste es eigentlich. Ja. Müssen wir es bloß nochmal ausbauen. Das einzige Negative ist natürlich, dass es nicht mehr genau mittig zu sein scheint, ne? Oder? Kann natürlich auch täuschen. Es kann natürlich auch sein, dass es gerade jetzt mittig steht, ne? Wollen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir natürlich wieder ein paar Unterlegscheiben sozusagen, ne? Ja, damit es unten wieder passt, ne? So, hier müssen wir auch ein bisschen verlängern. Das Einzige, was mich hier ein klein bisschen stört, muss ich gestehen. Hier wird das große Problem wieder werden. Hier müssen wir wieder sehr weit runterbauen. Mit den Treppen wieder funktioniert. Das fällt mir ein klein bisschen. Aber anders, wie gesagt, werden wir es nicht reinkriegen. Das ist ein bisschen der Nachteil. Die Treppe wird halt dadurch hier unten noch länger, ne? Man hätte natürlich jetzt auch sagen können, macht das Ganze ein bisschen schmaler und baut bloß ein so ein Tor hier. Hm? Und theoretisch auch machen können. Ah, wir gucken mal. Bauen jetzt hier unten einfach noch eine Etage dran und dann gucken wir mal, wie hoch das Ganze wird. Mal jetzt einfach mal gucken. Müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie hoch das Ganze wird. Das
hier hin, theoretisch, ne? Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Man muss mal gucken, dass von oben wieder passt. Hier noch eins. Hier noch eins. Das sollte eigentlich reichen. Hier können wir zur Not irgendwie eine Statue oder irgendwas hinstellen. Das sollte auch gehen. Mach mal hier vor beispielsweise noch eine große Feuerstelle, ne? Wenn wir hier noch eine große Feuerschale nachher rein, dann ist es optisch auch wieder angepasst. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir natürlich eine etwas größere Treppe hier nach unten. Beziehungsweise, theoretisch gesehen, könnte man die hier sogar außen weglassen, ne? Wir gucken mal. Erstmal brauchen wir sowieso Treppenstufen. Möchten wir die hier theoretisch, ne? Einziger Nachteil, den wir jetzt natürlich haben, wir haben keine Eckteile mehr, ne? Einziger Nachteil. Wenn die Treppe also nicht so ganz verkleidend bauen, was wir vorher gemacht haben. Der einzige Nachteil. Wollen wir auch irgendwo noch eine Treppenstufe dran kriegen? Hm? Dann könnte man theoretisch außen die Dinger hier dran setzen. Hm? Oder auch nicht. Geht, glaube ich, ein Fundament unten. Muss man nochmal ein Fundament setzen. Oh, da müssen wir mal gucken. Mal sagen, wir wollen das hier haben. Sieht irgendwie ein bisschen ugly aus, ne? Sieht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann machen wir es mal anders. Wir haben ja noch diese Außenbegrenzungsteile hier, ne? Ich muss zur Not die hier nehmen. Auch nicht so hundertprozentig die feine oder die feinste Art, aber was soll's. Muss da auch noch eine Treppenstufe dran, ne? Jetzt mal hier nehme ich einfach auch noch mal so ein Ding dran. Hm. Passt es wieder. Hm. Immer frei. So, dann brauchen wir hier unten noch mal ein paar Fundamente. Passt das Ganze auch ein bisschen besser zur Gesamtoptik. Kommt hier unten noch mal ein kleines Stück Treppe dran. Ja, hier unten braucht man sogar bloß die halbe Treppe hier, ne? Ja. Reicht schon. So, dann können wir das Ganze wieder verkleiden und dann haben wir es schon, ne? Nicht ganz optimal, aber sollte passen. Brauchen wir es eigentlich nicht mehr so unbedingt. Und dann können wir hier schon mal die ersten Wände dran setzen. Und gleich mal hier. Ah. Naja,
Naja, sieht ein bisschen abgenutzt aus, aber ist ja nur das Stadttor im Prinzip. Ach du Gott. Das große Problem, was wir jetzt haben, das sehe ich jetzt gerade hier. Bisschen kompliziert, sehe ich gerade, ne? Hier vorne natürlich ein bisschen. Bisschen ungünstig gerade. Kann man hier vorne gar nicht so wirklich zubauen, ne? Ich glaube, da werde ich mir zwischen den Folgen jetzt mal nochmal ein paar Gedanken machen müssen, wie wir das hier am besten zukriegen. Ihr seht, so hundertprozentig hier reinpassen tut das Gebäudeteil auch noch nicht, ne? Müssen wir mal nochmal ein paar Gedanken machen. Wir machen hier erstmal eine kleine kurze Folgenpause. Und ja, sobald ich die genaue weitere Vorgehensweise für unser Torhaus hier habe, werden wir dann wieder einsteigen und werden, ja, unsere Stadtmauer weiterbauen, ne? Däumchen drücken, kommentieren, Anregungen oder Ideen, die ihr so habt, ja, auch zu dem Baumod, den wir hier gerade verwenden, gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten baureichen Folge bei Odin Exiles in der Season 3. Bis dahin bleibt mir schon gesund, ringehauen und ciao, ciao.